So, hier sind wir dann auch wieder bei HLUZ 2. Herzlich willkommen. Wir sind jetzt wieder in diesem Schlüsselloch und haben keinen Schlüssel dafür. Also gehen wir mal und schauen, ob wir nicht einen finden in der näheren Umgebung. Schlüssel, was noch viel wichtiger ist. Und leider können wir nichts hier so richtig anklicken. Warte mal, dieses Teil hier. Ja. Das können wir aufblasen. Und es bringt diese Blume da zum Platzen. Also diese Blase da um die rum. Und der Schmetterling geht jetzt lieber zu dieser Blüte, aus welchen Gründen auch immer. Und daraus wird dann eine Frucht. Die findet das Faultier lecker. Rülpst uns den Schlüssel runter. Aber das macht ja nichts. Wir haben ja jetzt den Schlüssel. Das ist doch die Hauptsache. Gut, damit können wir das Schloss gleich mal aufschließen und schauen, was uns dann hierhinter so erwartet. Oh, ein merkwürdiges Krallenwesen. Das können wir aber steuern. Erstmal einschalten. Und dann. Nein. Moment. Das ging gerade. Ja. Dann lässt er sich fangen und reinsetzen in diese Kuppel da oben. Ja, aber jetzt müssen wir das. Ja, oder so. Einfach runterfallen lassen. Auch eine Möglichkeit. Jetzt sind wir unter Wasser. Oh, der Fisch sieht irgendwie so aus, als sei mit ihm nicht gut Kirschen essen. Hier können wir irgendwas mit Strom machen. Überall Wasser reingießen. Ja. Es gibt ein System. Ich bin mir sicher, wenn dieses System nur einmal funktionieren würde, also beziehungsweise wenn ich es rausfinden würde, weil das sind so die Sachen, die einige Male klappen. Ja, und jetzt auch wieder. Ja, da kommt irgendwie eine komische einäugige Gestalt raus. Mal sehen, was können wir hier machen? Eine Flasche hochziehen, noch etwas weiter hoch vielleicht. Und jetzt machen wir was Fieses. Wir bespritzen den nämlich. Ja, und er muss sich da seine drei Haarbüsche dann natürlich ewig lang föhnen.
Ja. Da stupsen wir ihn aber jetzt nochmal. Tja, führen ins Wasser. Fisch tot. Tja. Aber dafür können wir ins Wasser. Das ist doch auch etwas wert. Ja. Und wir sehen eine wunderschöne Welt ganz weit unten. Man sieht, es ist hier ja sehr, sehr dunkel, weil es so weit unten ist. Da kommt überhaupt kein Tageslicht mehr hin. Ja, aber trotzdem sieht es sehr schön aus, weil die Tiere da fluoreszieren irgendwie. Weiß nicht genau, wie die das machen, aber diese Leuchtfische, die gibt es ja wirklich und das ist eben so, weil da kein Tageslicht hinfällt, da müssen sie sich dann so behelfen. Aber wir steigen jetzt wieder auf. Und sind wieder da, wo unsere Freundin ist, das glaube ich, immer noch gefangen ist. Ich überlege gerade, ob sie dieser Bergriese gefangen hält, aber wozu? Naja, jetzt können wir sie auf jeden Fall, ja, erstmal eine kleine Umarmung, auf jeden Fall wieder mitnehmen. Und jetzt geht's ab nach Hause. Der Tukan hat sich da in diesem Topf ein schönes Nest gebaut. Immer an der Futterquelle, wenn diese Blüte wieder zur Frucht wird. Und hier ist das Ende. Ja, Springtail Studio hat das gemacht. Die Musik ist von Julian Winter. Ja, und danke fürs Spielen und danke fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich. Tschüss.